Willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play am Wochenende. Und zwar spielen wir Tomb Raider Nightmare in China, ein Level von Feder. Zwei Gründe, warum ich mir das Spiel rausgesucht habe. Erstens, weil es Tomb Raider 2 ist. Und zweitens, weil Feder wirklich schon sehr coole Custom-Levels gemacht hat. Deswegen schauen wir uns das an. Das ist wirklich nur ein Level mit drei Secrets. Blind natürlich. Und ich freue mich drauf, deswegen beginnen wir doch direkt mit diesem neuen kleinen Spiel hier. So, Inventar. Sieht sehr interessant aus schon mal. Das ist das Rot von Tomb Raider 2 auf jeden Fall aufgegriffen in abgewandelter Form. Und das Level heißt natürlich Nightmare in China. So, da sind wir jetzt und wir schauen als erstes mal ins Inventar. Das haben wir ja gerade schon mal kurz gemacht, beziehungsweise haben wir das Speicherbuch schon gesehen. Wir haben ein kleines Medipack, wir haben ein großes, alles wunderschön im Tomb Raider 2 Stil, was ich liebe. Dann Fackeln zwei Stück und natürlich Pistolen. Ich schätze mal, dass wir in diesem Level drei Drachen finden werden. Also es gibt drei Secrets, irgendwie ist das bei Tomb Raider 2 ziemlich naheliegend, dass wir hier halt Drachen finden. So, dann schauen wir uns doch mal so ein bisschen um. Das hat so ein bisschen Flair von einer Mischung aus schwimmenden Inseln, Tempel des Gian. Irgendwie so die Richtung wird es werden. Und habe auch so ein paar Texturen wieder erkannt in der Bildvorschau, wenn man das auf der Seite runterlädt, von Tomb Raider 2 The Golden Mask. Also, schauen wir mal und irgendwie kommt mir Lara so weit weg vor, oder bilde ich mir das gerade ein? Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall, Lara kommt mir gerade irgendwie so weit weg vor. Naja, da haben wir auf jeden Fall hier schon mal so dieses China-Flair, das wurde auf jeden Fall in dem Level schon mal getroffen. Und haben hier eine Treppe, die wir runterlaufen können. Frage ist, ob man vielleicht auch da hoch kann, wo dieser Baum ist, dass da vielleicht schon irgendwas drauf liegt oder so. Da gucken wir jetzt gerade nochmal. Wir haben zwar leider keine Ferngläser, aber wir können ja trotzdem so schauen. Aber da ist nichts. Da sehe ich zu... Doch, da ist ein Gang da hinten. Seht ihr das? Da probieren wir jetzt mal hinzuspringen. Und mir fällt gerade was auf. Und zwar sind in diesem Level anscheinend die Hintergrundgeräusche von Tomb Raider 4 statt der Toten. Das finde ich gerade voll spannend. Muss ich jetzt mal sagen. Und sie sind sehr laut, wenn man lädt. Das ist so ein Tomb Raider 2 Problem manchmal. Dass man dann hier die Geräusche ab und zu mal wieder runterschrauben muss. Auf jeden Fall, den Geheimgang haben wir schon mal entdeckt. Und? Ach, das ist... Aha. Kein Secret, aber wir haben die Schrotflinte gefunden. Ja, gut, dass wir geschaut haben. Weil ich finde, oft ist es auch wirklich so, wenn man so diese Bäume sieht, die verdecken oft bei Tomb Raider 2 irgendwas Verstecktes. Da wird man dann immer doch so ein bisschen vorsichtig und guckt dann doch nochmal lieber einmal mehr als einmal zu wenig, wenn man solche Bäume sieht. Weil da versteckt sich doch öfter was dahinter. Da unten sehe ich einen Mönch. Ich frage mich gerade, ob der irgendwie tot ist. Der sieht irgendwie nicht so lebendig aus. Aber es ist ja auch ein Albtraum. Das ist der Nightmare in China und vielleicht hat das schon was mit dem Albtraum zu tun. Ist bestimmt kein nettes Level, sonst hieß es nicht Nightmare. Das ist auf jeden Fall hier keine Textur aus Tomb Raider 2. Da sehen die Leitern doch ein bisschen anders aus. Und das war nicht geplant. Jetzt haben wir echt Leben verloren. Das laden wir nochmal. Aber haben ja unsere Schrotflinte schon. Das ist gut. Jetzt sind die Hintergrundgeräusche wieder so laut. Da gab es doch auch irgendeinen Trick, glaube ich, oder? Das längerfristig leiser zu machen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das ist nämlich echt extrem laut, muss ich sagen. So ist es dann schon wieder angenehmer. Da muss man echt mal so ein bisschen hin und her wischen. So, da hinten in die Höhle können wir reinspringen. Gucken wir mal, was da ist. Ich merke auf jeden Fall gerade schon wieder meinen Speicherwahn. Bei Tomb Raider 1 bis 3 spielen ist es ja oft so, dass man dann erst merkt, wenn das Buch als auf und zu geht, wie oft man eigentlich speichert. Und haben mit dem Schalter hier hinten eine Tür geöffnet. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Schauen mal nach unserem Mönch, der hier tot da liegt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Auf jeden Fall tut mir dieser Mönch wirklich leid. Ach, wir müssen die Sprintentaste drücken, um hier Fackeln zu zünden. Da war ja was. Und hier kommt ein sehr, sehr, sehr dunkler Raum. Wo aber wieder was versteckt ist, was wir sehr gut gebrauchen können.
und gleich wahrscheinlich auch nutzen werden. Holla die Waldfee. Also Tomb Raider 2 ist ja auch sehr bekannt für seine aggressive Musik. Deswegen darf man sich da nicht so erschrecken. Und da kam jetzt wirklich der erste Yeti um die Ecke. Und zwar einer aus Tomb Raider 2, The Golden Mask. Weil bei Tomb Raider 2 im Original sind die nämlich weiß. So, jetzt müssen wir einmal nochmal hier kurz leiser machen. Weil es einfach zu laut ist. So, und können jetzt diesen Gang weitergehen. Ich glaube, hier haben wir auch irgendwo eine Tür aufgemacht. Hier haben wir Spieße. Und da ist eine Tür, die wir geöffnet haben. Ich weiß nicht, ob da was Verstecktes drin ist oder ob es da weitergeht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist auf jeden Fall ein Feuer drin und ein Schneetiger. Und ich glaube, wir haben keine Munition mehr. Das ging ja schnell. Müssen wir jetzt auf die Automatik ausweichen. Frage ist, ob man hier jetzt Fackeln benötigt oder ob das Licht uns hier genug Helligkeit gibt. Da ist auf jeden Fall ein Hebel, oder? Bilde ich mir den gerade ein. Ah ja, da ist einer, aber da ist noch eine Wand dazwischen. Wir machen jetzt nochmal eine Fackel an. Es ist doch sehr, sehr finster irgendwie. Hier haben wir eine Tür drin, die wir wahrscheinlich öffnen, wenn wir die Glocke einschießen, könnte ich mir vorstellen. Dann machen wir das doch mal. Wir nehmen ja aber keine Automatik für, das ist Verschwendung. Das ist auf jeden Fall auch so dieses klassische Rätsel bei Tomb Raider 2 mit dieser Glocke. Wie viele Fackeln haben wir denn? 12, da können wir ruhig nochmal eine nehmen. Weil es ist doch wirklich sehr dunkel hier. Oh, 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 oh. Vor allem dieses schöne Blut bei Tomb Raider 2 feiere ich immer. Das sieht immer echt witzig aus. Aber die Fackeln nehmen wir nochmal mit, weil die sind echt wertvoll, glaube ich, in dem Level. Nightmare, Dunkelheit, Albtraum, Nacht. Das passt ja gut zusammen. Aha. Ich glaube, das war wichtig, diese Tür zu öffnen. Gucken wir mal, was da ist. Dahinter. Da geht's bestimmt weiter. Der kommt bestimmt gleich hier rein. Ich höre einen. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist jetzt, sehr gefährlich. Weil das diese Ballermänner sind. Wir laden nochmal. Das war nicht gut. Weil die zocken einem so viel Leben ab. Ach, hier haben wir gar nicht mehr gespeichert, oder was? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir alle furzlang gespeichert haben, aber das macht nichts, weil wir haben ja nicht viel geschafft. Wir wissen jetzt, wie es geht, wo wir hin müssen, das ist gut. Diesmal haben wir auch kein Leben verloren, also alles prima. Achso, wir müssen erst noch die Automatik mitnehmen. Und wieder die Musik, die ist so aggressiv laut, das ist der Wahnsinn. Da müssen wir jetzt echt mal ein bisschen im Inventar rumjuckeln, glaube ich, hier die paar Folgen. Aber das ist eigentlich ganz passend, dass das hier wirklich nur ein Level ist. Weil auf so ein Spiel, was jetzt ganz viele Level hat, wäre mir das zu anstrengend, jetzt da ständig dann den Sound runter zu regeln. Weil immer wenn die Geräusche neu laden, sind sie wieder laut. Dafür nehmen wir jetzt hier die Magnum. Weil ich glaube, für die Yetis ist es besser. Und dann nehmen wir für die großen Ballermänner, nehmen wir dann die Schrotflinte. Ich glaube, das ist die bessere Variante. So, da geht's nicht rum. Das war eine Sackgasse. Hier müssen wir lang, Lara. Und wir dürfen gleich auch wieder Geräusche leiser machen. Da ist der Schneetiger. Und dann Glocke. Nutzen wir mal die Leiter, da wurde die nicht umsonst hierhin gemacht. So, und schießen sie ein.
Dann wissen wir ja, was passiert. Obwohl die 8 Schuss für den Yeti jetzt nicht reichen werden. Aber egal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, das war okay. Und dann nehmen wir die Schrotflinte dann für die menschlichen Gegner. So, jetzt machen wir die Musik wieder leiser. Ich habe jetzt nämlich den Soundtrack nochmal abgewartet, weil dann hätte ich es wieder leiser machen müssen. Obwohl, ich muss es jetzt gleich wieder leiser machen, weil die Hintergrundgeräusche wieder neu laut laden. Boah, das ist echt ätzend, Leute. Das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist echt nervig. Das hat eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun. Wir wissen auch alle, dass das Feder sehr, sehr coole Level macht. Aber das ist schon für so ein Let's Play echt nervig. So. Komm mal her, Schatz. Na, da ist er ja. Und die verlieren auch Medipacks. Kann man immer mit so Rollen ganz gut austricksen eigentlich. Ach, und was hat der denn da? Automatikmunition, sehr gut. Die können wir gebrauchen. Und natürlich hier das Medipack und der Mann hier unten schon direkt vergraben. Sehr gut. Das können wir speichern, das war ein wertvoller Fortschritt. Und dann gucken wir mal, welche große Tür wir geöffnet haben und wo die uns hinbringen mag. So, da drüben liegt eine M16, das ist voll cool, dass hier direkt am Levelanfang überall die Waffen liegen. Aber klar, wenn es nur ein Level gibt, dann müssen ja auch die Waffen auch ziemlich zeitig schon kommen, sonst hat man ja nichts mehr davon. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall erstmal hier die Munition noch mit. Und gucken mal weiter. Da können wir mal kurz reingehen. Da liegen auf jeden Fall auch wieder Sachen rum. Ich habe aber das Gefühl, dass wir das auch alles brauchen werden. Vor allem die Uzi-Munition. Das heißt, wir werden auch eine Uzi finden. Und da müssten wir eigentlich jetzt hoch können. Ah nee, das packt sie nicht. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich durch das Tor gehen. Also erst wenn das hier offen ist, kommen wir wahrscheinlich da hoch. Oder so. Okay, aber dann haben wir das schon mal zumindest gesehen. Das ist gut. Die Tür müssen wir später öffnen, wenn wir die M16 wollen. Und hier geht's weiter. Da haben wir eine Glocke. Wieder. Okay, das reicht nicht. Ah, das war das hier. Aber ich will nochmal unten gucken, ob sich da noch was getan hat. Zusätzlich, weil manchmal öffnen sich ja 2 Türen gleichzeitig. Aber die ist noch zu. Da hat sich auch nichts getan. Aber das hätte ja sein können, dass es mit aufgegangen ist. Ich warte jetzt gerade die Geräusche leise machen nochmal ab, weil es sein kann, dass jetzt hier draußen neue Musik kommt. Das war klar. War cool. Das passt natürlich mega, diese Musik in das Level. Richtig cool. Sehr schön. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Das ist ja echt ein cooler Bereich. Hier haben wir ein ganz großes Gebäude, so ein chinesisches. Ich glaube, das wird echt schön, das kleine Level hier. Auch wenn wir viel an den Geräuschen rumdoktern dürfen, wie gesagt. Das ist der allergrößte Minuspunkt für mich jetzt schon an dem Spiel. Das muss ich doch ganz klar sagen. Jetzt kann man auf jeden Fall hier auf die Bäume auch drauf. Mal gucken, wo uns das hinführt. Und da drüben liegen auch Fackeln, das sieht man schon. Ja, da gucken wir dann gleich mal auf den Baum. Was gibt es noch für Wege? Hier hoch kann man.
irgendwie so auf die Pagode oben drauf. Das ist keine Pagode, aber es hat mich gerade erinnert wegen diesem Dach, der hier so spitz zuläuft. Da kann man sich reinhangeln. Das können wir jetzt zum Abschluss der Folge nochmal machen. Mal gucken, was da ist. Und dann sehen wir uns dann da wieder und machen da weiter. So, Lara, dann hangel dich mal schön darüber. Letzte Amtshandlung für heute. Bin mal gespannt. Vor allem, wo sich dann die Secret-Drachen verstecken. Da denke ich ja an jeder Ecke dran. Aber ich glaube, hier geht's eher weiter. Auf den Bäumen dürfen wir dann auch rumtanzen. Und das ist das, was ich mit dem Golden Mask meinte. Diese Dschungeltexturen kommen hierher. Oh Gott, der hat das eingeschlagen. Der hat einfach die Tür eingeschlagen. Oder die Wand oder was das war. Heilige Maria. Mutter Anna. Obwohl, da liegen die Uzis drin. Das ist ja cool. Habe aber das Gefühl, dass das hier auch bald eingeschlagen wird. Oder sind die Yetis unten irgendwo? Also ich habe gerade ein bisschen Angst. Aber wir werden uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn wir dann hier die Sachen aufheben. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder, wie gesagt. Bis gleich, ciao.